Guten Morgen, Luzi. Na, gut geschlafen im alten Dachsbau? Guten Morgen, Zoppo. Tatsächlich habe ich dort gut geschlafen. Ihr Wichtel versteht es echt, selbst aus einem alten Loch noch eine sehr gemütliche Schlafgelegenheit zu zaubern. Aber jetzt kommen wir erstmal zu deinem zweiten Thema. Du sagtest ja, du interessierst dich für goldenes Blut. Genau. Ich hatte erst vor wenigen Tagen davon gehört und gedacht, dass es sowas doch gar nicht gibt. Also sowas wie blaues Blut. Das gibt es ja auch nicht. Unter den Menschen gibt es tatsächlich kein echtes blaues Blut, aber unter Tieren gibt es das. Aber darum geht es ja heute nicht. Aber genauso blau wie adliges Blut ist, genauso golden ist goldenes Blut. Nämlich gar nicht. Aber der Reihe nach. Es gibt, wie du weißt, natürlich verschiedene Blutgruppen. Da gibt es A, 0, B und AB. Wie auch dessen Rhesus, positiv und negativ. Die häufigste Blutgruppe ist A-positiv. Soweit, so gut. Aber jetzt kommt das Interessante, denn es gibt noch einen weiteren Rhesusfaktor, und zwar den Rhesusfaktor 0. Dieses Blut wird goldenes Blut genannt. Lediglich rund 40 Leute weltweit besitzen goldenes Blut und müssen sich in der Regel immer selbst spenden, falls sie mal goldenes Blut brauchen. Denn anders als bei anderen Blutgruppen können Bedürftige mit goldenem Blut immer nur sich selbst spenden. Das macht diese Seltenheit zu einer Gefahr. Es enthält keine Antigene und kann fast jedem gespendet werden. Da goldenes Blut so selten ist, spielt es im medizinischen Alltag kaum eine relevante Rolle, trotz seiner interessanten Eigenschaften. Denn goldenes Blut kann man nur haben, wenn man keinen der 55 Antigene in seinem Blut trägt. Goldenes Blut heißt also deshalb so, weil es so selten ist. Die Farbe des goldenen Blutes ist aber natürlich rot. Die seltenste Form des goldenen Blutes wäre da übrigens logischerweise AB Rhesus 0. Wie? Das war's schon? Schade. Ja, mehr gibt es über das goldene Blut nicht zu berichten. Es war auf jeden Fall hochinteressant. Aber Luzi, sag mal, kennst du dich eigentlich auch mit Geheimnissen ums Brot aus? Ich meine, Brot an sich ist ja schon seit vielen Jahrtausenden das Lebensmittel schlechthin. Da gibt es doch auch bestimmt Geheimnisse, Mythen und Irrtümer rund um das Thema Brot, oder? Oh ja, und ob es die gibt? Warum fragst du? Kati Krehe hatte mich das vor kurzem gefragt, als ich sie an der alten Ruine getroffen hatte. Leider wusste ich darauf keine Antwort. Die alte Ruine ist 3 Stunden in östlicher Richtung von hier entfernt. Sicherlich könntest du dort einen neuen Schlafplatz für die kommende Nacht bekommen. In östlicher Richtung muss ich sowieso laufen. Dann werde ich das so machen. Bis ich in Duisburg bin, dauert es ja eh noch ein wenig. Aber bevor ich wieder weiterreise, sollte ich ein wenig frühstücken. Das stimmt. Na, dann komm mit in mein Wichteldorf. Da wird es bestimmt etwas zu frühstücken geben.